zu Beginn ein paar Gedanken mit Ihnen einleitend teilen, mit denen ich mich auch zusammen mit dem Team sehr lange oder jetzt in jüngerer Zeit intensiver beschäftige. Und ich glaube, das Zitat eines Jugendlichen verweist auch in die Richtung, die Corona-Pandemie hat mir wertvolle Zeit genommen. Und wenn ich auf unsere Daten und Analysen schaue und auch in andere Untersuchungen hineinschaue, dann ist mein Eindruck, dass diese eigentlich klassischen Kategorien, die ja für die Pädagogik auch wichtig sind, nämlich Zeit und Raum, ganz zentrale Kategorien des Krisenerlebens in der Pandemie sind. Und das zieht sich und zeigt, zieht sich durch unterschiedliche Studien und das zeigt sich an einigen aus meiner Sicht zentralen Befunden. Und ich kann mir vorstellen, dass es sich lohnt, darüber auch noch einmal intensiver ins Gespräch zu kommen und in den Austausch zu kommen. Einen zweiten einleitenden Gedanken, den ich hier gerne einbringen möchte, ist der, der in der Sozialberichterstattung, insbesondere in der Kinder- und Jugendberichterstattung, seit nun fast 20 Jahren eine wichtige Rolle spielt. Wenn Sie auf die Kinder- und Jugendberichte der Bundesregierung blicken, dann ist in regelmäßigen Abständen, werden die veröffentlicht in jeder Legislaturperiode einmal. Und das, was wir seit 2002 etwa als Leitmotiv haben, ist, dass das Aufwachsen in Deutschland gestaltet ist im Sinne einer geteilten Verantwortung für Kinder und Jugendliche, nämlich Aufwachsen in familiärer und öffentlicher Verantwortung. Und ich glaube, dieses Leitmotiv und die Frage, wie ist es um die öffentliche Verantwortung des Aufwachsens in Zeiten dieser besonderen und besonders großen Krise bestellt, ist eine, die ich zumindest für eine systematische Diskussion der Ergebnisse, aber auch für ganz praktisch-pädagogische Fragen für interessant und auch wichtig finde und die ich hier auch deswegen gerne einleitend einmal aufrufen möchte. Der dritte Gedanke ist der, dass wenn wir auf die Situation von Kindern und Jugendlichen blicken, dann sehen wir und konnten wir über jetzt länger als ein Jahr sehen, wie fragil Infrastruktur außerhalb der Familie sein kann. Das Wegbrechen der Infrastruktur ist sicherlich eine ziemlich harte Klassifizierung. Darum habe ich sie auch in Anführungsstrichen gesetzt hier. Aber dennoch sich immer wieder vor Augen zu führen, was es bedeutet, normalerweise aufzuwachsen mit einer doch recht breit gefächerten Infrastruktur und was sich hier jetzt für Kinder und Jugendliche in den letzten Monaten verändert hat, ist ein dritter Gedanke, den ich hier einleitend vorstellen möchte. Das ist also das, was mich jetzt auch bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag geleitet hat und worauf ich an verschiedenen Stellen auch gerne immer wieder zurückkommen möchte. Ich habe vier Schwerpunkte für den Vortrag und hoffe, dass Sie mir da auch gut folgen können und das auch für Sie und Ihre Arbeit vielleicht den einen oder anderen auch guten Anschlusspunkt bietet. Ich möchte damit beginnen, dass ich ein paar wirklich nur sehr ausgewählte aktuelle Forschungsansätze Ihnen kurz vorstelle, weil ich es auch wichtig finde, dass das, was wir mit unseren Studien machen, natürlich immer auch in einem Kontext steht. Ich maße mir nicht an, die jetzt doch inzwischen recht umfangreiche Forschungslage Ihnen in Gänze hier aufbereitet vorstellen zu können, sondern möchte eigentlich nur eine kleine Sortierung vorstellen und so ein paar Schlaglichter richten auf einige Forschungsbefunde. Ich werde dann etwas zum Hintergrund der Studien sagen, die wir zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Uni Hildesheim durchgeführt haben.
Und da etwas zu Motivation und Intention und zur Vorgehensweise Ihnen vorstellen, um dann einmal ausgewählte Ergebnisse zu der Situation von Kindern, unter anderem aus einer unserer Studien, aber das in auch so ein bisschen eingebettet in weitere Studien vorstellen und dann noch einmal etwas genauer auf die Situation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen blicken und dann zum Ausblick ein paar Diskussionspunkte aufwerfen. Das ist also das, was Sie in den nächsten ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten erwarten wird. Wenn ich auf die Schwerpunkte aktueller Forschungsansätze blicke, wie ist es bestellt um pädagogische Einrichtungen in Zeiten von Corona? Wie ist die Situation von Familien, von Kindern und Jugendlichen? Dann kann man das, was an Untersuchungen national und international da ist, versuchen, etwas zu sortieren, um einen Überblick auch zu bekommen. Und ich habe hier drei, beziehungsweise, nein, also hier auf dieser Folie drei Schwerpunkte und gleich nochmal vier weitere, die so ein bisschen rahmen sollen, was ist der Stand der Diskussion, der Stand der Forschung. Ein zentrales Forschungsthema ist die Frage nach Schule und Bildung in Zeiten von Corona. Hier unter anderem, viele von Ihnen kennen die zum Teil die Daten oder kennen die das aus eigener Anschauung und Erfahrung, die Problematik der Reduktion von Lernzeit bei Kindern und Jugendlichen erst jüngst wieder intensiver diskutiert. Dann bildungsökonomische Befunde, was bedeutet es, wenn in einem Schuljahr vergleichsweise viel Lernzeit wegfällt, wenn man das auf die Erwerbsbiografie und Einkommensbiografie hochrechnet. Dann die Frage und die Befunde, die in einigen Studien dazu vorliegen, dass das Lernen auf Distanz für einen Teil der Schülerinnen und Schüler bedeutet, dass ihr allgemeines Wohlbefinden reduziert ist und Forschungen und Annäherungen an die Frage, was sind denn Gelingensbedingungen für das Lernen zu Hause und was können wir vielleicht auch nach der und im Anschluss an die Pandemie hier eigentlich lernend und produktiv mitnehmen. Dann ein zweiter großer Schwerpunkt, das Thema Digitalisierung in Schulen, in der Kinder- und Jugendhilfe. Wie ist der Stand? Wie ist die Situation? Wie kommt man da weiter? Welche Kompetenzen brauchen pädagogische Fachkräfte, Lehrerinnen? Welche Erfahrungen haben Lehrkräfte gemacht mit Lernplattformen? Welche Unterschiede gibt es da? Und was wissen wir über das Lernen der Schülerinnen und Schüler? Ein dritter Schwerpunkt sind die Untersuchungen, die bislang vorliegen zu materiellen Einbußen in Familien, die natürlich immer Kinder und Jugendliche auch betreffen. Also Einbußen aktuell Corona-bedingt betreffen insbesondere einkommensarme Familien, also Familien, die schon vor der Pandemie in Armut oder mit einem niedrigen sozioökonomischen Hintergrund Familien managen mussten. Dann sehen wir die Tragweite auch des Verlustes von Einkommen und Arbeitsplatz in und durch die Pandemie. Dann die Bedeutung des Mangels bei technischer Ausstattung und stabilem Internet. Ein Thema für einen Anteil von Kindern und Jugendlichen, gerade im ersten Lockdown, auch hier in Deutschland. Und ein großes Thema, und das macht diese Kategorie Raum wieder auf, die Frage nach der Art und Weise des Wohnraums. Also es gibt inzwischen eine Reihe von Befunden dazu, auch in unseren Studien, dass je enger die Wohnverhältnisse, je problematischer ist es für Kinder und Jugendliche, sich auch zum Lernen zurückziehen zu können. Und das scheint ein ganz erheblicher Anteil dessen zu sein, wie Unterschiede auch des Klarkommens in dieser Situation zu erklären sind. Ich werde dazu auch an einigen Stellen noch Befunde von unseren Studien dazu vorstellen. Dann haben wir eine inzwischen
immer mehr Befunde dazu, wie es um psychische Belastungen und Gesundheit bestellt ist bei Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Viele von Ihnen haben sicherlich die Veröffentlichungen und die Medienberichterstattung zur COPSI-Studie mitbekommen. Eine Studie, die am UKE in Hamburg durchgeführt wurde von Frau Raven-Sieberer zu psychischen Belastungen und auch Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen in dieser Phase. Und hier, das ist eine sehr reichhaltige, an Daten reichhaltige Studie, die auch, wie ich finde, sehr hilfreiche Einordnungen vornimmt. Und hier nur einige, ganz wenige Befunde, die auch wieder auf das Thema Zeit hindeuten. Denn es gibt doch immer wieder Hinweise darauf, dass Belastungen, die vor der Pandemie schon bedrückend waren und vielleicht auch die Lernmotivation bei Kindern und Jugendlichen erschwert haben, dass sich das eben jetzt auch noch einmal verstärkt haben kann. Vorerkrankungen der Eltern sind in dieser Zeit für Kinder und Jugendliche ein erhebliches Thema. Also für viele kann das bedeuten, erhöhte Ängste und Sorgen zu haben. Und ein weiteres Thema ist, dass auch für Kinder und Jugendliche selbst eingeschränkte gesundheitliche und psychotherapeutische Versorgung vorliegen kann. Das hängt sehr von der Region ab, aber auch das ein Thema, das wir hier in der Forschungslandschaft sehen. Ein weiterer Schwerpunkt, Wellbeing, soziale Kontakte und Freizeit. Ich habe das mal so etwas zusammengefasst. Es gibt, auch unsere eigene Studie knüpft an, einige Untersuchungen, die mit diesem multidimensionalen Konzept des Wohlbefindens arbeiten. Beispielsweise gibt es eine Studie, die Kinder zwischen 6 und 16 Jahren befragt hat, online befragt hat. Ich habe jetzt mal nur, es ist ein länderübergreifendes Projekt gewesen, und ich habe jetzt mal nur die Daten aus Luxemburg herangezogen. Und hier wurde gefragt nach der Lebenszufriedenheit. Und in dieser Studie sieht man, dass durch Corona die Gruppe derjenigen, die eine hohe allgemeine Lebenszufriedenheit angeben in dieser Altersgruppe, das waren vor der Pandemie, war die Gruppe sehr groß. Das ist sehr typisch für diese Studien auch. Nämlich 96%, die eine sehr hohe oder hohe Lebenszufriedenheit hatten. Und diese Gruppe ist in der Befragung im Jahr 2020 auf 67% runtergegangen. Also das ist schon nochmal so ein Wert, der jetzt exemplarisch steht für die Frage, was wissen wir denn und wie können wir uns dem Wohlbefinden von Kindern in der aktuellen Zeit annähern? Es gibt aber auch, das ist eine Auswertung, die Anna Lips gemacht hat von unserer JUCO-Studie und gerade veröffentlicht hat in einem internationalen Journal, einen hohen Anteil von jungen Menschen, die eigentlich mit im ersten Lockdown mit ihrer Situation zu Hause und die Zeit, die sie zu Hause verbracht haben, zufrieden waren. Wohlgemerkt im ersten Lockdown und ein riesengroßes Thema auch allmählich wichtiger werdend in der Forschung, die Freizeitaktivitäten, die für viele Kinder und Jugendliche eben nicht mehr möglich sind. Gerade gibt es eine größere auf Forschung aufbauende Diskussion zum Sport, zum organisierten Freizeitsport. Das ist ja die Freizeitaktivität, die am weitesten verbreitete Freizeitaktivität für Kinder und Jugendliche hier in Deutschland. Und Sie können sich, glaube ich, alle vorstellen, was das bedeutet für sportlich aktive Kinder und Jugendliche. Und die Studie, die mein Kollege Alexander Woll vom Institut in Karlsruhe durchgeführt hat, die MOMO-Studie, die einige wichtige Daten zu Bewegung, zu körperlichen Veränderungen in Kindheit und Jugend gerade aufzeigt. Ein weiterer Themenschwerpunkt in der Forschung, nicht ganz einfach, ihn wirklich gut in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, das wird eine der Aufgaben sein, hier genauer in die Forschung hineinzugehen, das Gewalterleben. Also von Anfang an durchaus eine Sensibilität dafür, was bedeutet das, wenn Kinder und Jugendliche nur noch zu Hause sind und eben diejenigen, die so wichtig sind, Kindeswohlgefährdung zu melden, nämlich
Erzieherinnen in der Kita und Lehrerinnen und Lehrer in der Schule, wenn die keinen Kontakt mehr zu den Kindern haben. Und in der Tat ist erst einmal ja auch sind die Meldungen auch zurückgegangen. Es gibt in den Studien ein paar Versuche der Annäherung. Das ist auch international ein Thema in der Forschung. Also beispielsweise zu fragen, wie hat sich das Familienklima zum Negativen hin verändert? Wir haben in unserer Studie etwa danach gefragt, ob die Jugendlichen sich geschützt fühlen zu Hause. Und in der ersten Studie haben das 5,5% verneint. Und ob sie jemanden haben, den sie um Hilfe bitten können. Und das haben fast 14% verneint. Also das ist so ein Versuch, sich diesem Erleben von Kindern und Jugendlichen zu Hause zu nähern und geschützt sein und jemanden haben, der hilft, ist etwas, was ja ziemlich zentral ist für das Sicherheitsgefühl von Kindern. Wir haben ein paar Befunde zur Wirkung telefonischer Anlaufstellen, etwa die Nummer gegen Kummer, deren Anrufzeiten ja auch durch die Förderung des Bundesfamilienministeriums ziemlich schnell ausgeweitet wurden. International geht man von einer Zunahme häuslicher Gewalt, das ist eher dann Partnerschaftsgewalt und Kindeswohlgefährdung aus. Und es gibt eine Studie, die darauf hinweist aus England, dass Auswirkungen von Jobverlust und Stress bei einem oder beiden Elternteilen zu einer Erhöhung der Gewalt gegen Kinder führen kann. Also das ist so ein weiterer Schwerpunkt. Und der letzte Schwerpunkt, den ich hier aufführen möchte, ist, was wissen wir eigentlich bislang über besondere Risikogruppen? Und hier sind unter anderem Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu denken. Also nochmal Risiken zu definieren darüber, welche Kinder sind und Jugendlichen sind eigentlich besonders auf eine gut funktionierende Infrastruktur angewiesen. Das wäre hier der Zugang und auch dazu gibt es erste Befunde, aber sicherlich muss es dazu auch noch weitere Forschung geben. Das also mein kleiner Versuch hier in dem Vortrag, so aktuelle Forschungsansätze und Themen Ihnen vorzustellen und eine kleine Ordnung vorzunehmen und so ein paar Eckpunkte aufzuzeigen. Und jetzt versuche ich das einzuordnen, dort einzuordnen, was wir in unserem Forschungsverbund gemacht haben. Der Forschungsverbund Kinder, Jugendliche und Familien in Zeiten von Corona. Ein ziemlich mittlerweile sehr intensiv zusammenarbeitendes Team. Ich habe hier die Namen noch einmal aufgeführt aus diesem Team. Und wir haben uns Mitte März, nachdem der erste Lockdown in Kraft getreten war, zusammen telefoniert und haben ziemlich schnell darüber diskutiert oder uns gefragt, was bedeutet dieses Wegbrechen der Normalität für Kinder und Jugendliche? Und ich nehme an, viele von Ihnen werden sich auch an ihre persönliche Situation erinnern. Wie war das eigentlich? Und für viele ist es ja auch eher überraschend gekommen, denn lange Zeit sind wir ja eher noch beruhigt worden, dass wir alle gut aufgestellt seien. Und es ist ja so Stück für Stück ist Wissen hinzugekommen und sind dann Handlungen hinzugekommen. Aber ich glaube, gerade für die Situation von Kindern und Jugendlichen ist das erst einmal sehr überraschend gewesen. Und das war die Motivation für uns als Team, die Frage zu stellen, was bedeutet das für Kinder und Jugendliche? Und was wissen wir darüber? Und für uns war ziemlich schnell klar, wir möchten Kindern und Jugendlichen so gut es geht selbst eine Stimme geben und ihnen unser Ohr schenken als Forscherinnen und Forscher. Und wir haben uns auch motivieren lassen von den öffentlichen Diskursen, insbesondere über Jugendliche, die gerade zu Beginn der Pandemie sehr durchgängig als Regelbrecher dargestellt wurden, als diejenigen, die uns jetzt alle gefährden werden. Und auch das haben wir als sehr kritisch und als kritische Adressierung von Jugendlichen wahrgenommen und
hatten schon die Intention, hier Wissen zu generieren und möglichst schnell Befunde und Analysen auch zu kommunizieren in verschiedene Handlungsfelder und eben diesem negativen Bild, das in der Öffentlichkeit von Kindern, aber insbesondere Jugendlichen vorherrschte, etwas entgegenzusetzen. Und unsere Idee und unsere Hoffnung war auch, dass wenn wir Analysen möglichst schnell auch publizieren, vielleicht auch Politikinformationen anbieten können. Das also zu Motivation und Intention der Studien aus unserem Team. Die Forschungsfragen hinter den ersten Studien waren erst einmal sehr schlicht gestrickt. Wie geht es jungen Menschen und Familien während des Lockdowns? Welche Erfahrungen machen Sie und welche Bedarfe und Botschaften haben Sie? Und in JUKO 2, die Studie, die wir im November durchgeführt haben, wie geht es Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Ende des ersten Pandemiejahres? Unsere Ziele waren, empirische Befunde, einen Datensatz zu generieren und darauf aufbauend Analysen publizieren zu können, die öffentliche und politische Debatte mit diesen Erkenntnissen und Fragen zu bereichern und hier insbesondere auch noch einmal die Botschaften, die Jugendliche uns über den Fragebogen mitgeben und Mütter und Väter uns mitgeben, auch in die Diskussion mit einzubringen und eben Jugendlichen Gehör zu verschaffen. Das ist quasi ein Ausgangspunkt, der in der Kindheits- und Jugendforschung zentral ist, nämlich Kinder und Jugendliche als Expertinnen und Experten ihrer Lebenswelt anzusehen und nicht primär Erwachsene nur zu fragen, wie geht es denn den Kindern und Jugendlichen, sondern möglichst selbst mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dieses möglichst selbst Kinder zu befragen, kommt bei Online-Befragungen ziemlich schnell an seine Grenzen, weil es sehr schwierig ist, über Online-Befragungen sicherzustellen, dass die Eltern ihr Einverständnis geben. Dazu sage ich gleich noch etwas. Was wir gemacht haben im Laufe der letzten Monate, wir haben angefangen, mit Jugendlichen selbst dann unsere ersten Ergebnisse zu diskutieren und mit ihnen auch noch einmal neue Perspektiven aufzumachen. Das haben wir in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung gemacht und wir konnten hier anknüpfen an ein Jugendexpertinnen-Team, mit dem ich auch schon zusammengearbeitet habe für eine Befragung, die wir 2019 zu Bedarfen und Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen durchgeführt haben. Und dieses Jugendexpertenteam hat dann ausgehend von unseren Daten eine Broschüre erstellt. Ich halte sie mal in die Kamera, fragt uns 2.0 Anmerkungen von jugendlichen Expertinnen zum Leben von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Und ich habe Ihnen hier einmal auf dieser Folie ein paar Stellungnahmen aus diesem Jugendexpertinnen-Team aufgeführt, die unter der Überschrift gemeinsam einsam Fragezeichen versammelt wurden. Und das sind Botschaften, die hier Jugendliche für sich selbst, aber auch für Jüngere formulieren. Wir brauchen Präventionsangebote, wie man auf gesunde Art lernen oder mit Problemen umgehen kann. Kinder und Jugendliche müssen wissen, an wen sie sich wenden können, selbst mitentscheiden zu können, beteiligt zu werden. Auch in einer schwierigen Situation verhindert Ohnmachtserfahrungen und macht uns psychisch stark. Das ist eine, und ich kann nur anregen, sich diese Broschüre auch, sie ist auch im Internet verfügbar, immer anzuschauen. Da sind einfach sehr gute Anregungen von diesen jungen Menschen ausgehend, von den Daten und Analysen, die sie zur Verfügung hatten und über die wir mit ihnen ins Gespräch gekommen sind. Wie sind wir vorgegangen? Einige wenige Informationen dazu. Wir haben, das lag nahe, relativ schnell an eine Online-Befragung gedacht. Ein Instrument, das ja mittlerweile sehr, sehr viele nutzen, weil es eben auch wenig andere Möglichkeiten gab. Eine quantitative Fragebogenerhebung mit einem Freitextfeld am Ende. Das heißt, am Ende konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal sehr offen kommentieren, was auch immer sie kommentieren wollten. Wir haben das Ganze angelehnt an das Wellbeing-Konzept, das insgesamt sehr gut erprobt ist und das wir auch eingesetzt haben in der Children's Worlds Plus-Studie.
die 2019 veröffentlicht wurde. Wellbeing ist ein mehrdimensionales Konzept zur Erfassung der Lebenszufriedenheit und wir haben das damals auch erweitert um den Bereich der Bedarfe und das haben wir hier auch zugrunde gelegt. Wir sind gestartet mit einer Jugendbefragung, Fragebogen für junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren, JUKO 1. Diese Befragung lief 19 Tage von Mitte April bis zum 3. Mai. Wir haben dann JUKO 2 aufgesetzt nach dem Sommer und diese Befragung lief im November 2 Wochen. Da war gerade der Lockdown light. Das war nicht unser Plan, aber der ist mit der Befragung zusammengefallen. Und wir haben für JUKO 2 auch noch einmal einen Fragebogen in einfacher Sprache angefertigt und angeboten. Und wir haben die KIKO-Studie durchgeführt, einen Fragebogen für Eltern mit Kindern unter 15 Jahren. Hier ist das Thema, wir wollten nicht Kinder direkt anfragen, sondern haben quasi die Eltern gebeten, den Fragebogen zu beantworten, einmal für sich selbst und einmal für jedes einzelne Kind. Wir haben sie angeregt, das vielleicht mit den Kindern gemeinsam zu machen. Und wir haben diesen Fragebogen in der letzten Aprilwoche laufen lassen, 10 Tage lang über das Online-Tool. Hier die Sample-Beschreibungen, sehr kurz nur. Ich glaube, die Zahlen geben so einen Hinweis. In der KIKO-Studie, also der Befragung von Eltern, haben wir in ziemlich kurzer Zeit über 25.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehabt. Über 5000 qualitative Statements, also diese offenen Fragen. Wir haben alle Teilnehmerinnen aus allen Bundesländern erreicht. Es ist eine bundesweite Studie, aber diese und auch die anderen beiden Studien sind keine repräsentativen Studien. Das hätten wir über dieses Instrument gar nicht sicherstellen können. Alle Bundesländer, aber nicht repräsentativ. Wir haben hier insbesondere berufstätige Mütter im Homeoffice erreicht. Und ich werde ein paar wenige Bemerkungen, Ergebnisse nachher aus der KIKO-Studie auch vorstellen. Aber es ist natürlich ein interessanter Befund, dass sich so viele beteiligt haben an dieser Befragung in so kurzer Zeit. In der ersten Jugendbefragung, JUKO 1, haben wir etwas über 5000 Jugendliche und junge Erwachsene erreicht, 500 qualitative Statements sind an uns gegangen und auch hier sind alle Bundesländer vertreten und insbesondere haben wir Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren in der ersten JUKO-Befragung erreicht und in JUKO 2 haben über 7000 mitgemacht. Da wurde nochmal sehr viel intensiver das qualitative Instrument genutzt, der Kommentierung, 1400 qualitative Statements, auch hier alle Bundesländer. Und es ist ein bisschen diverser, der Datensatz. Wir haben immer noch einen hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern. Aber wir haben zum Beispiel auch 10% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zu der Zeit in Freiwilligendiensten waren. Also schon nochmal den Blick können wir damit richten auf die Situation von jungen Menschen nach der Pandemie. Nach der Schule, nicht nach der Pandemie, in der Pandemie und nach dem Schulabschluss. Ja, lassen Sie mich zu meinem dritten Punkt kommen, einige ausgewählte Ergebnisse zu Kindern, unter anderem aus unserer Studie, aus der KIKO-Studie. Und ich will so ein paar Schlaglichter aber werfen auch auf, wie ich finde, interessante Befunde, die auch aus qualitativen Befragungen kommen. Eine erste quantitative Befragung, eine der wenigen Studien, die wirklich auch diese junge Altersgruppe direkt über einen Online-Fragebogen und zusätzlich über qualitative Interviews eingeladen hat, ist die schon erwähnte Studie aus unter anderem Luxemburg, die Covid-Kids-Studie. Hier ist die Gruppe derjenigen, die eine hohe Lebenszufriedenheit berichten, um ein Drittel zurückgegangen. In dieser Studie ist es etwa ein Drittel, das von Ängsten berichtet, dass die Kinder selbst oder jemand aus der Familie erkrankt.
Und Schülerinnen in weiterführenden Schulen sind hier weniger aktiv beim Lernen als Grundschulkinder. Und auch in dieser Altersgruppe zeigt sich ein Befund, auf den ich gleich auch noch einmal zu sprechen komme, der ziemlich hartnäckig ist, wie ich finde, nämlich, dass sich die Altersgruppe nicht gehört und beteiligt fühlt. Die Frage ist, was macht man mit so einem Befund? Aber das ist vielleicht etwas für die Diskussion. Eine weitere Frage ist, können wir eigentlich solche Befunde, die in anderen Ländern durchgeführt werden, wo es durchaus vielleicht Vergleichbares gibt, übertragen auf die Situation der Kinder und Jugendlichen in Deutschland? Das trifft auch auf diese Studie zu, eine, die gerade veröffentlicht wurde, eine qualitative Studie. Das heißt, hier wurde mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren wurden qualitative Interviews und Gruppendiskussionen durchgeführt. Das ist ein großes Forschungsteam, das sich damit beschäftigt, seit vielen Jahren mit dem Verstehen und den Konzepten von Kindern und Jugendlichen von Wohlbefinden. Das ist ja ein Konzept, das stark definiert wird von der Frage, wie lässt sich das messen, also eher Erwachsenenperspektiven. Und diese Gruppe stellt die Frage, wie verstehen das eigentlich die jungen Leute, wenn wir nach Freiheit, die ihnen ihre Eltern gewähren, fragen. Also ein sehr interessantes Team. Und die haben jetzt eine Studie durchgeführt und ziehen einen Vergleich zwischen der Schweiz, Kanada und Estland. Und hier kommt unter anderem heraus, dass in allen drei Ländern viele positive Aspekte genannt wurden über den Lockdown und die gemeinsam verbrachte Zeit in Familien. Ich finde, das ist so ein Hinweis darauf, was leisten auch Eltern, was leisten Mütter und Väter in dieser Zeit. Eine sehr positive Bewertung der relativ freien Zeiteinteilung, etwas, was wir auch in unseren Studien finden, also so Freedom to Choose, also wie profitieren Kinder und Jugendliche davon, wenn sie hier bestimmte Freiheiten haben, was das morgendliche Aufstehen zum Beispiel angeht. Aber sie berichten eben auch von erheblichen Einschränkungen des Wohlbefindens durch fehlende Kontakte zu Gleichaltrigen, das Zeitgefühl, das auch verloren geht, beziehungsweise viele Zitate von Kindern und Jugendlichen, dass die Zeit so langsam verstreicht. Und hier ist wieder die Kategorie Zeit. Und in allen drei Ländern berichten Schülerinnen davon, dass sie sich nochmal besonders belastet fühlen, weil Lehrkräfte primär auf Leistungstests fokussieren und weniger die Belastungen durch die Pandemie in den Blick nehmen. Dann haben wir eine sehr wichtige Studie, die, wie ich finde, wichtige Befunde liefert zur Situation von Kindern und ihren Eltern. Die DJI-Studie, die Frau Langmeier, die hier auch schon im Kontext von IDEA vorgestellt hat, die Kindsein in Zeiten von Corona. Auch hier nur einige Schlaglichter, mehr Kinder aus Familien mit niedrigem Einkommen, die sich einsam fühlen. Also im Durchschnitt der Befragung sind es 21% der Kinder, die sich laut Elternauskunft einsam fühlen, aber bei Familien mit niedrigem Einkommen sind es 48%. Wer gut zurecht kam oder kommt, auch nach Elternauskunft, sind diejenigen Kinder, die Geschwister zum Spielen und zum Aufmuntern haben, die regelmäßigen Kontakt zu Großeltern haben und die regelmäßigen Kontakt zu Lehrkräften haben. Also die kommen nach diesen Befunden besser durch die Zeit, durch die Pandemie. Alle Kinder und Jugendlichen fühlen sich weniger einsam, wenn sie regelmäßig Kontakt zu Pädagoginnen und Lehrerinnen und Lehrern haben und vom Austausch mit Bezugspersonen in der Kinder in Kita und Schule profitieren auch die Eltern. Und ein Befund, der sich in vielen Studien zeigt, mit steigendem Alter steigt die Nutzung digitaler Medien. Also ein paar Anknüpfungspunkte an auch den Alltag von Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit, die hier geliefert werden. Ich will ein paar ausgewählte Befunde aus unserer Befragung KIKO mit den 25.000 Teilnehmerinnen vornehmlich geben und will so zum einen
aufmerksam machen darauf, dass wir in unseren Analysen zwei Muster gefunden haben. Und wir haben hier die 5000 qualitativen Statements auch erst dafür ausgewertet. Und da gibt es zwei Pole, so will ich es einmal nennen, die hier stellvertretend habe ich hier zwei Zitate ausgewählt. Der eine Pol repräsentiert durch das Zitat der Stress und dieses ewige Hin und Her zur Arbeit, zur Schule, Kinder von den Großeltern abholen, hinbringen, zu Hobbys, zu Freunden, zu sonstigen Veranstaltungen, fällt alles weg. Diese gewonnene Zeit genieße ich. Das war im ersten Lockdown und wir finden viele, die das so ähnlich charakterisiert haben und auch dorthin gekommen sind, in den Kommentaren zumindest, sich Gedanken zu machen, kann das nicht auch danach ähnlich weitergehen. Der zweite Pol, der sehr stark mit dem Begriff und dem Gefühl der Erschöpfung verbunden ist, hier das Zitat: Ich bin alleinerziehend, Pflegekraft im sozialen Bereich und fühle mich ziemlich im Stich gelassen. Weder Hilfe vom Staat noch finanzielle Unterstützung oder Betreuungsangebote, die ohne schlechtes Gewissen in Anspruch genommen werden können. Das ist also so eine Situation von Familien in dieser Phase. Und meine Hypothese wäre, dass die Belastungen jetzt über diese lange Zeit doch auch noch einmal erheblich gestiegen sind. Ein weiterer Befund aus unserer Befragung ist, dass der Anteil derjenigen, die als Elternteil angegeben haben, dass die finanziellen Sorgen seit der Corona-Pandemie gestiegen sind, hier doch nochmal deutlich zeigt, dass gerade finanzielle Risiken, Einbußen, der Verlust von Arbeit und Einkommen, Familien und damit Kinder und Jugendliche erheblich belastet. Und ein zweiter Befund, Rückzugsräume in Familien. Und ich habe gesagt, Räume haben, um lernen zu können, aber auch Räume zu haben, um einfach mal sich zurückziehen zu können, scheint nach allem, was die Forschung sagt, ein zentraler Indikator zu sein. Und wir haben hier die Eltern ja gebeten, Auskunft zu geben für sich und für jedes einzelne Kind. Und Sie sehen, dass die Erwachsenen selbst das sehr viel seltener angeben, dass sie zu Hause einen Ort haben, an dem sie ungestört sein können. Das sind die orangenen Anteile, die das verneinen, und die orangenen Anteile bei den Kindern, die hier keinen eigenen Rückzugsort haben. Ich denke, würden wir ein repräsentatives Sample haben, wo wir auch nochmal besser abbilden können, Familien mit sozioökonomisch sehr viel prekäreren Hintergrund, würde der Anteil der orangenen, der orangene Anteil auf dem Balken sicherlich größer sein. Aber Raum haben, Rückzugsräume zu Hause haben, ist ein wichtiger Befund, auch für die Situation von Kindern in ihren Familien. Ich komme damit zu meinem letzten Teil und zu den Ergebnissen aus unseren Befragungen von Jugendlichen ab 15 Jahren. Und auch hier möchte ich einsteigen damit, dass es nicht die eine Art und Weise des Erlebens gibt, sondern dass wir hier eine Vielfalt an Erfahrungsweisen, Erlebensweisen im Alltag vorfinden. Und ich habe hier auch zu Beginn einfach einmal ein paar Zitate aus diesen offenen Kommentierungen. Eine, die auf Zusammenhalt und Fürsorge geht. Auf der anderen Seite habe ich in meinem sozialen Umfeld viel Zusammenhalt und Fürsorge erlebt, sei es im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft. Mein Wunsch, sich für andere zu engagieren, sei es politisch oder sozial, ist dadurch gestiegen. Wir haben ja durchaus auch eine Diskussion im zivilgesellschaftlichen Bereich. Was macht die Pandemie eigentlich mit ehrenamtlichem Engagement, mit dem Einsatz für andere? Da haben wir viele interessante Aussagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in unserer Untersuchung. Ein zweites Zitat, auch eher eine produktive Art, damit umzugehen.
Grundsätzlich habe ich wahrgenommen, dass viele junge Menschen neue Tätigkeiten für sich entdeckt haben, wie zum Beispiel Kochen, Sport, Handwerkliches etc. Ein Grund dafür ist sicher die frei gewordene Zeit. Auch das also hier nochmal so ein Punkt, Zeit. Das ist ein positiver Effekt der Situation. Ich wünsche mir, dass in Zukunft auch mehr freie Zeit vorhanden ist und dadurch auch Platz für Entfaltung und Eigeninitiativen. Das also mal zwei Stimmen von jungen Menschen, die eine sehr konstruktive Art haben, mit der Situation umzugehen. Hier eine andere Perspektive. Die Corona-Zeit belastet mich psychisch stark. Ich habe keinen richtigen alltäglichen Rhythmus, also auch hier wieder Zeit, und ich wache nachts öfter auf. Dann sitze ich dazu noch den ganzen Tag vorm Bildschirm, was mir kein gutes gesundheitliches Gefühl gibt. Ich denke, dass viele Kinder und Jugendliche unter solchen Problemen leiden. Dazu fehlt es oft an Hilfe und Unterstützung. Meine Eltern und Familie möchte ich nicht belasten. Die haben selbst genug Probleme. Und hier ist natürlich deutlich, wenn Jugendliche aber auf ihre Familie ziemlich zurückverwiesen sind und wenig andere Möglichkeiten haben, was ja in der Tat im Moment der Fall ist und seit langem der Fall ist, dann gibt es eben wenig Anschlussmöglichkeiten, eben über Sorgen und Probleme zu sprechen. Wir haben in beiden Studien und gerade in der ersten Auswertung sehr stark darauf geblickt, wie nehmen denn Jugendliche die Möglichkeiten der Beteiligung wahr. Und hier habe ich Ihnen einmal die Ergebnisse zu einem Item gezeigt. Die Sorgen von jungen Menschen werden in der Politik gehört. Ein Zustimmungs-Item von Stimme gar nicht zu bis Stimme voll zu. Und Sie sehen, dass bei denen, die sagen, ich stimme gar nicht zu, das sind 23,7%. Und bei denen, die eher nicht zustimmen, sind es 40,9%. Also ein hoher Anteil, der in dieser Phase das Gefühl hat, den Eindruck hat, nicht gesehen zu werden, nicht gehört zu werden. Und das ist ein Befund, den wir auch vor der Pandemie schon haben, der Mangel an Gehör und Beteiligung und Interessenvertretung, wenn man das vielleicht auch so nennen will, der sich hier aber noch einmal im Vergleich auch durchaus verstärkt hat. Ein paar ausgewählte Stimmen zu der Situation in Schulen aus der Sicht von Jugendlichen in unserer Befragung. Die Schule ist im Moment sehr anstrengend und stressig, da viele Maßnahmen vielleicht in der Theorie sinnvoll erscheinen, aber in der Praxis schwer umzusetzen sind. In der Schule sollte man vielleicht dieses Jahr nicht zwangsweise noch den ganzen Lehrplan fertig durchackern, sondern eher etwas kürzen und etwas mehr auf das mentale Wohl der Schülerinnen, der Schüler eingehen. Ein anderes Zitat: Seit ich dank Corona nicht mehr zur Schule muss, fühle ich mich mental und körperlich besser und fitter. Auch finde ich, dass umwelttechnisch vieles sich verbessert hat. Also auch hier sehen Sie unterschiedliche Einschätzungen von Jugendlichen, auch im Hinblick auf bestimmte Bereiche und einen so zentralen Bereich ihres Lebens. Insgesamt wird aber deutlich, dass sich sehr viele vor allen Dingen eines wünschen, nämlich wieder zurück zu können, auch in die Schule, um nicht zuletzt auch mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, aber auch, weil sie die Erfahrung machen, dass sie hier doch sehr viel direkter auch daran teilnehmen können, was Unterricht und Lernen bedeutet. Was wir in der zweiten JUKO-Befragung sehen, also die wir im November durchgeführt haben, eine Verschärfung des Krisenerlebens. Auch wir sehen, dass wir einen hohen Anteil haben, der emotional ermüdet ist. Also auch das ein Begriff, den Jugendliche im offenen Teil häufig verwenden. Wir haben in dieser Befragung gesehen, dass 45% Angst vor der persönlichen Zukunft haben, dass sich über 30% einsam fühlt, 41% fühlt sich psychisch belastet. Also das sind Daten, die sehr viele, die ähnlich sind zu dem, was die COPSI-Studie auch veröffentlicht hat. 31% fehlt körperliche Zuwendung und Sex. Auch ein wichtiges Thema für gerade diese Altersphase.
15%, ich finde, das ist ein hoher Anteil, berichtet einen Mangel an emotionalem Support in der Familie. Das hat natürlich eine Bedeutung für diese Gruppe. Aber 49% geben auch an, dass sie mehr Zeit für sich haben. Wir haben gesehen, dass sich bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern in der zweiten Befragung ein Drittel von dieser Gruppe gibt an, dass ihnen das Lernen zu Hause schwerfällt. Von den Studierenden, das sind im Gesamtsample 25% gewesen, ist es die Hälfte, die angibt, dass ihnen das Lernen zu Hause schwerfällt. Im Übrigen sind ja die Studierenden recht wenig eigentlich im Fokus bislang, was auffällig ist und was sicherlich auch nochmal zu Diskussionen führen sollte. Und wir haben hier bei unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Gruppe, die keinen ruhigen Platz zum Lernen hat. Das sind 11,2% und 7%, die keinen persönlichen Rückzugsort haben. Was wir im Vergleich auch zur ersten Befragung, zum ersten Lockdown sehen, ist, dass die Gruppe derjenigen, die seit Corona Geldsorgen haben, auch bei jungen Leuten größer geworden ist. Und dazu werde ich gleich nochmal ein paar gesonderte Ergebnisse auch vorstellen. Diese Verschärfung des Krisenerlebens zeigt sich auch in den offenen Kommentaren. Hier zwei Beispiele. Ich bin Pflegekraft im Krankenhaus. Ich habe das extra ausgewählt. Die neuen Einschränkungen und steigenden Zahlen der Corona-Patienten bei uns verursachen viel Unsicherheit. Wohlgemerkt, das war im November. Und ich habe das Zitat deswegen ausgewählt, weil es vielen gar nicht so auf dem Schirm ist, dass es ja auch sehr viele junge Erwachsene sind, die in diesen so wichtigen Berufen auch tätig sind und hier eben auch erhebliche Belastungen erleben. Ein anderes Zitat zeigt das Dilemma vieler, auch gerade junger Menschen auf. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein altersspezifisches Phänomen dieser Zeit ist, aber es zeigt, womit sich junge Menschen herumschlagen. Vielen geht es psychisch nicht gut und manchmal weiß ich nach einer Nachricht oder einem Anruf nicht, ob sie die nächste Nacht überstehen werden. Dann sitze ich da und hoffe, dass ich nicht hätte eigentlich zu diesen Personen fahren müssen, dass ich mich richtig entscheide, indem ich zu Hause sitzen bleibe, niemanden gefährde. Ich fühle mich überfordert und schutzlos und irgendwie ein bisschen, als könnte ich nichts richtig machen. Wir jungen Menschen versuchen, glaube ich, ganz verzweifelt alles richtig zu machen, verantwortungsvoll zu handeln. Ich finde dieses Zitat sehr ausdrucksstark und habe es deswegen hier auch aufgeführt, weil dieses Ringen darum, sich bei aller Unsicherheit und Unklarheit richtig zu verhalten, sehr gut zum Ausdruck kommt und gerade dann ja auch zeigt, was das für freundschaftliche Beziehungen bedeuten kann, wenn man eben auf Distanz Trost spenden muss und nicht wirklich vor Ort sein kann, wenn man sich regelkonform verhalten möchte. Das ist auch eine Frage, die wir gestellt haben in der zweiten Studie, die Zustimmung zum Infektionsschutz. Und wir sehen hier, dass ein hoher Anteil, nämlich 61%, die ergriffenen Maßnahmen im November sehr positiv bewertet. 12% lehnen diese Maßnahmen ab. Ein Zitat dazu, die Situation ist scheiße, vor allem sozial, da man weniger Leute und seltener Leute sieht. Allerdings lässt sich das leider nicht vermeiden, da das Infektionsgeschehen ja eingedämmt werden muss. Also Sie sehen auch so die Rationalität, die in dieser Altersphase eben auch eine Rolle spielt. Jetzt lassen Sie mich zum Schluss noch ein paar Analysen Ihnen vorstellen. Wir haben in der zweiten Befragung nochmal genauer angeschaut, wie unterscheiden sich eigentlich Gruppen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und was wir gesehen haben, ist, dass vielen Jugendlichen Orte zum Abhängen fehlen, öffentliche Räume fehlen. Und wir haben dann geschaut, wie
wie unterscheiden sich diese Jugendlichen? Und wenn Sie sich auf die Balken einmal auf dieser Abbildung anschauen, dann haben wir immer auf der linken Seite diejenigen, die sagen, sie haben keinen Bedarf nach einem Ort zum Abhängen, also ohne Bedarf, und die mit Bedarf. Und dann haben wir angeschaut, wie verhält sich das zu den Items, ich fühle mich wohl, ich fühle mich einsam, ich fühle mich psychisch belastet, ich habe Zukunftsangst. Und Sie sehen, dass bei den dunkelblauen Anteilen auf den Balken, dass das immer diejenigen sind, die einen Bedarf haben nach einem Ort zum Abhängen, also auch ein Hinweis darauf, dass sie wahrscheinlich beengte Verhältnisse zu Hause haben oder einfach auch raus wollen und müssen. Und dass diejenigen, die diesen Bedarf, einen Ort zum Abhängen haben, auch deutlich mehr psychische und emotionale Belastungen in dieser Zeit aufweisen. Ich finde, das ist nochmal ein gravierender Befund, der zeigt, wo müssen wir eigentlich nochmal genauer hinschauen. Ähnlich sieht es aus bei den Hobbys. Auch hier haben wir durchgängig die Angabe von Jugendlichen, dass sie ihren organisierten Hobbys nur noch sehr begrenzt eher gar nicht nachgehen können, Sport beispielsweise. Und wir haben sie auch gefragt, hast du den Bedarf oder wünschst du dir das? Hast du Bedarf oder hast du keinen Bedarf? Und hier haben wir ein ähnliches Muster, dass diejenigen, die einen Bedarf haben, ihrem Hobby nachgehen zu können, auch deutlich stärker belastet sind von Zukunftsangst, psychischen Belastungen und Einsamkeit. Ein Zitat dazu, das auch wieder die Zeit zum Thema macht. Ich bin Pfadfinder und traf mich vor Corona regelmäßig mit vielen Leuten. Mein Sport hatte ich auch vor Corona in einer Gruppe ausgeübt. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken und zu wenig Leute, mit denen ich über meine Gedanken sprechen kann. Ich brauche andere Menschen, Meinungen, Charakter. Ich habe auf andere Gedanken erweiternde Mittel zurückgegriffen, um aus meinen Gedankenkreisen herauszukommen. Auch das ja ein Thema, das in der Forschung und aus der Praxis von Psychotherapeutinnen und Therapeuten relevant gemacht wird, der Konsum von unterschiedlichen Substanzen, der zugenommen hat bei Jugendlichen. Ja, und ein letzter Befund vor der kurzen abschließenden Diskussion. Jugendliche, die angeben, dass sie finanzielle Sorgen seit Corona haben, geben auch zu einem größeren Anteil an, dass sie sich einsam fühlen, dass sie sich psychisch belastet fühlen und dass sie Angst um ihre persönliche Zukunft haben. Das sind wieder die dunkelblauen Balken und wir können hier wieder zurückgreifen auf etwas, was auch in anderen Studien schon sichtbar wird, dass es gerade auch diejenigen besonders trifft, die auch schon vor der Pandemie Geldsorgen hatten und mit Einschränkungen im Alltag leben mussten. Und hier sehen wir eben doch nochmal ganz aufschlussreiche und wichtige Zusammenhänge. Ich komme damit zum Schluss. Eine Diskussion, die ja gerade aktuell sehr intensiv geführt wird, die ich wirklich nicht ganz einfach finde, wird die Krise als Auflösung des Generationenvertrags begriffen, das Thema Generationengerechtigkeit. Auf der Basis unserer Daten kann man das aus meiner Sicht so nicht sagen. Die Jugendlichen sorgen sich, das zeigen auch die quantitativen Daten, um das Wohlbefinden ihrer älteren Angehörigen. In den qualitativen Daten ist es ein ganz wichtiges Thema, diese zu schützen, aber auch darunter zu leiden, sie nicht zu sehen. Das ist also eine Verschiebung der Debatte, glaube ich, die auch gerade im Moment geführt wird vor dem Hintergrund der Diskussion über Impfen und Impfstoff. Gleichwohl machen Jugendliche und junge Erwachsene aber widersprüchliche Regelungen stark. Und sie machen stark, dass sie ein Generationenthema stark im Hinblick darauf, dass es eben einen sehr hartnäckigen Befund gibt, dass sie den Eindruck haben, Erwachsene nehmen sie nicht ernst, nehmen sie nicht wahr, beziehen sie nicht ein
und gehen vielfach bei den Regelungen nicht von den Bedarfen, Interessen und Rechten von Kindern und Jugendlichen aus. Also so rum, glaube ich, kann man auf der Basis der Daten die Diskussion führen, aber man kann sie nicht führen im Sinne dessen, dass Jugendliche jetzt den Generationenvertrag und die Solidarität mit Älteren radikal in Frage stellen. Ich glaube, wir sind vermutlich noch gar nicht so weit, genau zu erfassen, was jetzt diese Zunahme der Vereinsamung bedeutet für unterschiedliche Altersgruppen. Das ist ja kein Phänomen nur für Kinder und Jugendliche. Mein Eindruck ist, dass manche Gruppen im Moment auch immer noch übersehen werden, zum Beispiel Jugendliche in der Pubertät, die ja auch nochmal auf eine bestimmte Art und Weise sich mit Schule und Lernen beschäftigen oder nicht beschäftigen. Also was ist mit denen in den 7. und 8. Klassen? Ich finde es wirklich auffällig, dass wir so eine auch öffentliche und maßnahmenbezogene Reduktion auf die Kernfamilie haben. Das ist um Weihnachten herum ja so auffällig geworden und das ignoriert natürlich große auch Gruppen von Jugendlichen, die aus guten Gründen nicht in ihre Herkunftsfamilie zurückkehren können, auch nicht an Feiertagen. Und das hat mich doch sehr verwundert, wie selbstverständlich hier diese Reduktion auf Kernfamilie erfolgt ist. Immer wieder die Rede von der Generation Corona. Wir als Team, als Forschungsteam haben bei der Publikation unserer ersten Daten der zweiten Erhebung sehr deutlich gesagt, wir halten diese Zuschreibung Generation Corona wirklich für fatal, weil es Jugendlichen auch signalisiert, sie seien jetzt schon per se benachteiligt. Und ich glaube, es kommt jetzt wirklich darauf an, was wird für Jugendliche und für Kinder und Jugendliche wirklich getan. Also wird es ein starkes politisches Signal geben und eine nachhaltige Finanzierung der Belange von Kindern und Jugendlichen. In der letzten Woche ist ja dieses 2-Milliarden-Paket der beiden Ministerinnen geschnürt worden. Das ist sicherlich ein wichtiger Anfang. Die Frage ist aber, glaube ich, sehr naheliegend. War es das oder was braucht es jetzt für eine wirklich sehr umfassende Unterstützung von Kindern und Jugendlichen? Aber da haben Sie sicherlich vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Tätigkeitsfelder auch eine Position und Erfahrungswerte dazu. Und ich möchte mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und freue mich jetzt, wenn es Fragen und Kommentare gibt.